Tim, bist fleißig? Da musst du erst mal mit dem Spaten die Spuren rausmachen. Komm da durch. Versuch das gleich nochmal. Damit wir sehen, dass es nicht nur die King ist, die sich hier festfährt, sondern auch die Can-Ams. Und ich bin weitergekommen. Ja, das stimmt, die King ist weitergekommen. Ich bin weitergekommen. Das freut mich ja schon wieder. Ne? Ja. So was kann ich mich ja begeistern. Das ist ja so hoch. Ja. Das hört sich nicht gut an. Sag ich auch die ganze Zeit. Hat der vorher einmal machen sollen. Super, Daniel! Also wenn der nachher an Bord holt und wenn es reinkommt, geht es wieder raus. Ja, aber wenn du im Wasser stehst, geht's halt gar nicht erst rein. Tim, bist fleißig? Ah, Alter! Wenn du im Wasser stehst, geht's halt gar nicht erst rein. Tim, bist fleißig? Alter! Mach noch mal! Ja, wir machen cool aus auf dem Video! Boah, das spritzt bis hierhin, ey! Bier! Daniel, macht Spaß? Ja? Er wird das, ja. Als wenn das was bringt, Mann. Der erste hat es schon nicht geschafft. Oh, erster Karabiner schon Fratze? Hä? Erster Karabiner schon Fratze? Ja. Na geil. Ja, wolltest du schieben? Kannst du schieben, also. Der liegt, der schießt. Ist halt so. Das Problem ist, wenn du jetzt die weiche umgedrehte Erde wieder in die Spurrinne reinmachst, dann dauert da 10 Minuten, dann ist die Spurrinne wieder da. Richtig. Also eigentlich müsste man mal, wenn es trocken ist, mit dem Minibagger die Strecke wieder komplett gerade machen. Dann hält sie gleich eine halbe Stunde.
Hey, Irt! Hey! Passt! Hängst du direkt wieder drin. Du schaffst das gar nicht. Boah. Da sind die Spuren wieder da. Boah, ist der Leo laut, ey. 12 Sekunden später. Mit der Kaffee heute nicht mehr da rein. Oh, Philipp! Sollen's alle gehen? Eine richtig schöne Güllepumpe. Dann haben wir die Pass- und Pumpe fertig gemüht. Ja. Ein bisschen Zement rein, da haben wir genau die richtige Mischung. Ohne Scheiß, wenn wir da jetzt Zement reinkippen, was trocken lassen. So richtig schön versiegelt im Teich. Die Gamecube haut an, der zieht die einfach nur, ne? Die Gamecube hängt im Luftstrom fest, die kommt da nicht mehr raus. Ist auch schon draußen.